Hi, schön, dass du da bist. Heute geht's weiter mit dem Maskagato EX Deck, weil momentan hier gerade, während ich das Ganze aufnehme, ich produziere halt momentan sehr, sehr weit vor, muss ich halt sagen. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viel für Prüfungssituationen, fürs Studium noch zu tun habe und da kann ich dann nicht aufnehmen und schneiden und Thumbnails machen und hast du nicht gesehen. Aber trotzdem ist das, was ich euch hier, glaube ich, zeige, glaube ich, ziemlich cool, denn wir spielen ein Maskagato EX Deck und wenn wir so ein Lurak EX Deck kriegen, vor die Linse bekommen, dann tun wir dem richtig weh. Jedenfalls ist das meine Hoffnung. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Cavallo für den Anfang. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und na gut, da ist ein Tauboss. Das könnte man dann verlieren. Ja, ein bisschen schwierig. Schwierig. Wir schmeißen quasi ein Maskagato und ein Tauboss EX weg. Aber das ist dann so. Weil wir hoffen natürlich auf eine besseren Coin. Wir haben sogar hier noch einen Super Angel, was natürlich auch jetzt nicht schlecht ist. Wir können auch schon mit dem Nestball dann das Mew holen. Den Strandplatz spielen. Das hier zurückziehen und mit dem Mew dann vielleicht hoffentlich schon eine der richtigen, wichtigen Karten ziehen. Leider nicht. So ist es manchmal. Und ich würde sagen, ich mische mir diese drei wieder ins Deck. Und dann ist das ein erster okayer Zug, möchte ich behaupten. Wir haben für die nächste Runde haben wir Forschung des Professors. Professor Antiqua und ein Schneegipfelfahrt. Das ist natürlich ärgerlich. Ein Path to the Peak, das ist eklig. Ne? Das heißt, und da hat er einen guten Judge gespielt. Einen richtig guten Judge. Okay, also er hat auf jeden Fall hier eine gute Möglichkeit. Wieso hat er eigentlich da schon einen Lux? Wie hat er denn jetzt sich zu einem Phase 2 Pokémon entwickelt? Willst du mich veräppeln? Er hat doch kein... Wie hat er das gemacht? Er hatte doch kein Sonderbonbon gespielt. Okay. Ich bin verwirrt. Es ist auch gerade sehr schlecht, was wir jetzt hier als andere Hand bekommen haben. Wir können aber das machen. Und dann wenigstens schon mal das... Ja. So. Suchen uns wenigstens das hier raus. Entwickeln den ganzen Spaß natürlich hier. Ach, und mir fällt gerade auf, und wir können die Ability nicht nutzen, ne? Dann wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir schon Damage machen. Ja, wenn wir die Ability eh nicht nutzen können, dann ziehen wir ihn zurück und machen wenigstens Schaden. Das ist schon mal wichtig. Ja, was Besseres kriegen wir jetzt hier nicht hin. Wenigstens ist das Mew noch safe. Außer er kann natürlich irgendwas für auf die Bank spielen. Also wir hatten wirklich, wir hatten eine gute Hand. Und da hat sein Judge uns wirklich... Hat der Judge da eben das gemacht, was er machen soll, ne? Im optimalsten Fall dir selber eine gute Hand gegeben und... im entspanntesten Fall oder noch im allerbesten Fall dem Gegner dann gleichzeitig noch eine schlechte Hand geben. Und wie ihr seht, ist ihm das auch gelungen. Da kommt noch ein Sonderbonbon und da kommt das Magnezone EX. Ah, shit, ey. Ja, er hat natürlich jetzt hier viel, viel bessere Möglichkeiten. Und das ärgert mich natürlich doll. Kommt noch ein Nestball und noch ein Bidiza. Und dann wird er sich jetzt noch zwei Trainerkarten wieder raussuchen können. Das ist natürlich wirklich, wirklich stark. Kann ich nicht. Und es ist natürlich auch ärgerlich, dass es halt so ein Path to the Peak mich wieder kaputt macht. Aber was soll ich dazu sagen? So ist es halt, ne? Aber wo hatte er denn da einen... Ich verstehe das immer noch nicht, dass da kein Sonderbonbon und so drin war. Also wie hat er das...
Wie konnte er das spielen? Das ist doch auch kein Basis-Pokémon. Hier, guck mal, da fehlt doch was. Oder zeigt er dir die anderen Karten denn einfach nicht an? Das ist wirklich bitter. Und wir können echt nichts machen. Oh Mann, ey. Ist das bitter. Professor Swishert, schwer, schön. Oh, nice. Oh, nice, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Tatsache. Oh, so. Oh nein, das macht jetzt nicht 220 Schaden. Selbst auch 30 Schadenspunkte zu. 220. Er besiegt mich dann nicht. Noch nicht. Eieiei. Da ist das Bidifas, aber das sieht anders aus. So eine Promokarte, ne? Das ist ja witzig. So, dann schmeißt er wieder ein paar ab. Sucht sich noch eins raus. Das nächste natürlich. Boah, es macht einfach zwei. Und er hat natürlich einen Sonderbonbon. Uiuiui. So, jetzt ist die Frage, ne? Nimmt er erst den... Ja, okay. Er hätte ja zum Beispiel auch erst die hier spielen können. Die Nestreserve. Aber das tut er nicht. Also wir sind wieder im Spiel durchforschen des Professors, muss man ja sagen. Das ist aber auch die einzige Sache. Warum hat er sich selbst keinen Schaden gemacht? Für jede an alle Pokémon ist gesagt. Oh. Er hat, warte mal, was? Diese Attacke fügt für jede an alle Pokémon deines Gegners angelegte Energie 50 Schaden zu. Und dadurch, dass das Doppel-Turbo-Energie ist, hat er mir 200 statt 100 gemacht. Ist das mies? Ist das mies, Leute? So. Ist das mies? Was soll ich euch dazu anderes sagen? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das ist das Beste hier, was ich machen kann. Denn so kann ich ihm wenigstens nochmal 200 Schaden machen. Ich spiele die Doppel-Turbo-Energie natürlich jetzt nicht. Oh, ey, wir müssen echt dann hoffen, dass wir nächste Runde dann einen Sonderbonbon oder so ziehen, ne? Ich meine, wenn er jetzt das Maskagato besiegt, dann... Wenn er das Maskagato besiegt, dann kann ich das Mew nach vorne legen. In so einem Deck habe ich jetzt nicht gerechnet hier, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch cool, dass jetzt so zwei mal nicht typische Decks mal gegeneinander kämpfen. Aber sein Magnezone tut auf jeden Fall weh. Und es ist natürlich auch wirklich gut, weil ich halt mit Doppel-Turbo-Energie spiele und er dadurch 200 Schaden macht. Das ist einfach, ihr seht es ja, ne? Das ist einfach der Oberhammer. Was es mir natürlich schwer macht. So, wir müssen noch eine Bonbon ziehen. Judge. Wir machen erstmal so. Wir versuchen es erstmal so. Wir haben es nicht gezogen. Dann spielen wir einen Nestball. Und... machen das so. Und dann spielen wir einen Judge. Ja. Müssen wir. Jetzt haben wir das Sonderbonbon. Aber leider nicht das, was wir brauchen. Ja, ich kann leider nicht mehr machen. Was wir aber schon mal machen können, ist ein bisschen Schaden trotzdem verteilen. Aus dem ganz einfachen Grund. Oh, will ich mein Mew behalten? Eigentlich nicht, ne? Also,
hat eh schon 50 Schaden. Und die, also den Schaden verteilen wir natürlich, damit wir später auch was haben, um es wieder zurückzuführen. Noch ein Schneegipfelpfad. Nein, ey, das ist echt nicht gut. Einen Strandplatz haben wir noch, aber der könnte natürlich auch in den Preiskarten drin sein. Das ist wirklich nicht gut, was wir gerade hier haben. Nein! Du böser Mensch! Du böser, böser Mensch, du! Oh, ist das ärgerlich. Ja. Oh, das ist natürlich wirklich bitter für uns. Oh, wir ziehen wir jetzt mal rum. Ein Hyperball? Ja. Sehr gut. Und dann legen wir das und das ab. Suchen uns das raus. Auch wenn mir das natürlich eigentlich jetzt so gut wie nichts bringt. Kann die Ability eh nicht nutzen, ne? Nö, kann ich nicht. Schwimmen wir mit Mara. Oh, jetzt countert mich wirklich dieser Path to the Peak raus, ne? Ja. Es ist das Path to the Peak, was mich... Countered. Ich kann nicht meine Abilities nutzen. Ich muss anscheinend wirklich einen vierten Strandplatz reinpacken. Oder vielleicht sogar noch einen. Oder vielleicht sogar noch ein Lost Vacuum, also dieser Nirgendwo-Sauger, wo man eine Ausrüstung oder eine Verstallungskarte einfach wegsaugen kann, wenn man eine Karte selber aus der Hand abschmeißt und in den Lost Zone packt. Das wäre tatsächlich auch eine Variante, ne? Ja, und er hat natürlich dann eine gute Doppelkombination mit Notreserve, packt er immer alles wieder ins Deck, zieht nur eine Karte, danach kann er Bedifas spielen, kann wieder auf 5 Karten auffüllen. Ist natürlich wirklich stark. Ja. Guck mal, da hat er sich, der hat anscheinend oft gegen Gardevoir gespielt. Oh! Ja, und das macht natürlich jetzt noch einfach... Oh Mann, ey. Also wirklich, sein Deck countert jetzt mein Deck gut raus. Was natürlich wirklich traurig ist, weil ich... Ja, weil ich natürlich eigentlich mit meinem Deck ein... Die Lurak X-Decks countern wollte und damit habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gerechnet. Aber es ist auch, wie gesagt, vollkommen irrelevant. Ich meine, was soll ich denn hier noch? Was soll ich da machen? Ich kann jetzt ja auch keinen Schaden mehr rumschieben. Kann nichts machen. It is vorbei. It is vorbei. Soll er machen. Ich kann nichts mehr machen. Guti, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und mir hat Spaß gemacht. Ich mag mein Maskagato EX-Deck trotzdem. Hat mich gut ausgekontert. Was soll ich machen? Ist halt so, ne? That's Pokémon. Ciao.